So Leute, einer geht noch rein. jetzt werde ich mal. Ah, jetzt fällt mir was auf. Ich habe mich vorhin oder eben gerade gewundert, dass ich eine Karte spiele, die aussieht wie die, die ich schon davor gespielt hatte. Jetzt gehe ich davon aus, dass ich ganz einfach die Karte darunter genommen hatte. Genau, weil sie so klein war. Und dann habe ich eben gerade, weil ich dachte, ich habe die oberste gespielt, habe ich auf die zweite geklickt, die ich also aber schon gespielt hatte. Egal. So, nehme ich halt die Karte, weil die so schön groß ist, oder? Oh nee, sie, eigentlich sieht sie scheiße aus. Wen spiele ich denn hier? Brigantes. Starker Vorteil, Brigantes. Ich bin grün, fange also von oben an. Okay. Doppelzüge? Was sind das? Keine Ahnung. Da sind wir weg. So, fangen wir an. Dies ist das Schlachtfeld. Hi, alles verstanden. Das ist okay. So, machen wir ein bisschen kleiner hier. Wie greife ich an? Wie greife ich an? Brauche ich nicht nochmal. Ich werde mir hier eine Mauer bauen. Also ich hoffe, dass ich das schaffe so. Und das schaffe ich die hier. Ne, das wird nicht. Draußen streiten sich ein paar Polen, hauen sich gleich hier rüber ein. Kommt vor. Die schicke ich bis hier. Die bis hier. Oh, hier muss man viele Einheiten jetzt befehligen. Das ist schon ungewohnt. So, die schicke ich davor. Wie hier. Was sind das denn hier? Kavallerie. Streitwagen, so eine Art. Hier wird jetzt gewonnen. Auf jeden Fall. Vor allem muss ich sehen, was ich alles schon bewegt habe an Einheiten hier. Wow. Jetzt mache ich hier richtig so bum bum bum, wird das hier gehen. Oh Mann, dass man die alle einzeln anklicken muss, ist auch ein bisschen blöd. Aber ist egal. So, jetzt will ich mir so richtig schöne fette Linie hier ziehen. Kein Böser hier durchkommt. So, die hinteren Einheiten habe ich auch noch nicht bewegt. Oh Gott. Ist das viel. Weil doch, die hatte ich schon. Die bewege ich hier hin. Die da, warum auch immer. Damit, einfach nur, damit ich sie bewege. So, die werde ich alle in den Rücken stärken hier. Opa, die waren schon dran hier. Ist auch geleckt, hier wollte ich gerade sagen, gegessen, so. Zug beenden. Okay, hier rüber kommen wir an. Okay. Schieben auch erstmal alles nach links, von links nach rechts und andersrum. Jetzt kommt der andere. Ah, die Schlewinskis. Was mich irritiert, die sollten das Soundeffekte sein. Die sind ja noch an bei mir, aber ich höre hier nichts. Ja, egal. So, jetzt bin ich dran. Komm, FU Bob. Okay, ich habe Bogenschützen, die aber nicht in Befehlsreichweite sind. So, jetzt hau ich die hier weg. Noch Sturmangriff. Zack! Auf die Glocke. Kann ich nicht angreifen. Die kriegen noch einen Sturmangriff hin, ja? Cool. Eingekesselt. So soll das sein. Die will ich ein bisschen weiter nach oben verschieben. Achten Sie auf die Zielstammsymbole. Das haben wir ja nun verstanden. Oh, ich kann von hier schießen. Ich gehe mal davon aus, wenn ich näher rangehe, kann ich auch besser schießen, oder? Ne, ja, das bleibt immer bei 11%. Aber wie man sieht, bin ich hier schon in Reichweite, in Schussreichweite. Dann nehmen wir uns jetzt die Berittenen davor, oder... Ja, nehmen wir uns die Berittenen vor. So, ich schicke den Streitwagen nach vorne, der auch noch angreifen kann. Oh, jetzt haut er sie weg, oder? Komm. Immer noch nicht. 10%. Gut. Wenn wir weiter verstärken.
Oh, die können nicht so viele Züge machen, okay. Oh, es geht hier weiter. Oh, die Truppen haben hier auch schon. Oh, ja. Die werde ich hier oben alle beagieren. So runtergehen müssen, so sieht gar nichts mehr. So, wir wollen uns hier jetzt einfach eine Linie aufbauen. Ich meine, wir sind einen Tick zu weit vorne. Gut. So. Cool, das ist eine etwas stärkere Einheit, oder? Ne, ich lasse sie trotzdem hinten. Da kann ich nicht gucken. Ich habe ja zwei Kämpfe jetzt bisher gehabt und zwei verloren. Das ist nicht Sinn der Sache. Unser Streitwagen hier, ey. Kann ich mal rüberschicken. Ein bisschen besser aufteilen, das Ganze hier. Die muss ich auch noch holen. Und die auch noch holen. So, auf die Glocke. In den Affen. Und die folgen denen. So, jetzt bin ich fertig, denke ich. Ja, ich bin fertig. Okay, Aromas. Das sieht meiner Meinung nach gar nicht so aus, als wenn ich irgendwie schlechter dran. Wieso ziehen die sich hier alle zurück? Wie viel? Was ist das denn? Gott, sind das viele Einheiten, das dauert schon lange. Oh, schwer getroffen. Schade. Okay, ich bin dran. Das machen wir jetzt von links nach rechts. Was vor? Kann ich schießen? Nein, wir können nicht schießen. Was? Ich könnte einen Sturmangriff auf die machen oder einfach hier. Na komm, ich versuche die mal zu treffen. Das bleibt auf den Arsch. Das sind wohl sehr leichte Anheiten hier. Geht für mich auf jeden Fall. Wir greifen da an. Die halten brutal viel aus. Das ist mir jetzt mal bewusst geworden. Ich brauche unbedingt Verstärkung hier. Wir gucken erstmal im vorderen Bereich. Könnten da angreifen, das wäre aber untaktisch. Taktisch unklug, denke ich mal. Ah, ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall platt. So, wir hauen uns mal alle hier rauf. So, die sind besiegt. Jetzt komme ich langsam durcheinander. Ey, verdammt, sind das viele Einheiten hier. Nichts treffen wir da, okay. Wir können angreifen, das machen wir auch. Ich wurde unterbrochen, die müssen da bleiben leider. 116 weg. Die können die hier angreifen. Wieso kann der nicht hier ran? Das verstehe ich jetzt nicht. Immer noch nicht besiegt. Ärgert mich. Vielleicht jetzt? Ja. Ja, nicht. Okay, das sind Slingers, also Slingshots hier.
Ich kann die hier gar nicht alle bewegen, das ist ja abwegig. Wen hatte ich denn noch nicht? Ich schicke die einfach vor. 327 unterbrochen. Wow. Oh, das ist viel. Ja, bei so vielen Einheiten ist es einfach nur so ein Hin- und Hergeklicke hier, ne? Verwandelt. Die schicke ich da hin und die bleiben da, wo sie sind. Die hier rüber und die nach. War das mit Rüsten? Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich muss man die alle bewegen hier. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Boah, das ist aber ganz schön, ne? Könnt die da oben angreifen? Oder diese leichte Einheit da? Kann aber auch nicht mehr zurück, natürlich. Kommen wir gar nicht weg in dem Moment. Schauen wir darüber. Den hier. Ich glaube, jetzt waren alle dran, oder? Oh, kommt die auch noch. Wohin mit denen, ey? Ich weiß es nicht. So, hier, komm. Sind fertig. Okay, wir haben das. Ich muss unbedingt mal was trinken. Mein Hals ist schon so rau. Oh, eine Einheit wurde besiegt, schade. Die Fernkämpfer werden vom Feld gejagt. So ein Scheiß, ey. Hört sich doch so nicht. Also muss ich ehrlich sagen, es ist mit so vielen Einheiten ist das etwas unübersichtlich. Vor allem, dass man die auch natürlich einzeln alle noch anwählen muss. Ich meine, ist ja in Ordnung, aber mir wissen wir, wenn man bestimmten Radius ungefähr greift die an, greift die an. Gut, das ist natürlich eher hier auch für die Tabletop-Taktik-Freaks gedacht. Gehe ich mal von aus. Da bin ich jetzt nicht so einer von. Wie gesagt, ich spiele lieber Echtzeitstrategie. Und nochmal erwähne ich, dass das Spiel das ja nicht schlechter macht und so, obwohl die Grafik ist ein Spiel, was noch nicht so alt ist, ne? 2011 ist das hier, irgendwie, beziehungsweise 2009. Guck nochmal auf die Packung. 2011 steht da drauf. Matrix Games, ja. Hat auch eine Internetseite, fieldofglory.com. Könnt ihr mal aufgucken. So, jetzt muss ich mal was, irgendwas vernichten hier. Wenn man ja links nach rechts fangen hier. Moment. Boah, von unten. Jetzt wird die angreifen. So. Mein Gott, wie viel Einheiten haben wir? Macht die mal schön kaputt hier alle. Das sind Speerwerfer, okay, die platzieren sich hier. Wie ist seine Reichweite? Alles so hoch. Das erhöht die sich, wenn ich jetzt. Okay. Ja, jetzt wusste ich nicht genau, aber dachte ich mir schon, dass sie sich erhöht. B wurde unterbrochen. Die waren schon dran. Jetzt kommen die dran. Müssen hier ran. 126 Kilo. Besiegt. Jesus. So, sie ziehen sich zurück. Die lasse ich dorten. Das ist ein leichter Kampfwagen, das ist natürlich nicht der Nonplusultra, ein Kampf ist Kraft. So, die Briganten, oh, das ist überhaupt blöd hier. ...102 verloren, ach du Kacke. Ja,
einen nur verloren. Das gibt's doch nicht. So, nehmen wir die leichten Einheiten hier. Das heißt, so, die ziehen sich zurück. Das ist der Support. Die halten ganz schön was aus, muss man ja mal sagen. Die werden jetzt auch nicht gerade schnell kaputt gemacht. Oh Gott. So, der Trupp ist besiegt. Gut, rüberziehen hier. Okay, da können wir von da oben ran. Was machen wir? Die sind auch besiegt. Das sieht gut aus. Soll ich denen den Rücken oder wie darf ich das verstehen? Das verstehe ich jetzt auch gerade nicht. Ich glaube, ich verfolge die halt einfach. Hm? Gut, jetzt wird das hier aber auch mal ein bisschen freier alles. Oh, keine Ahnung. Eigentlich sollte er angreifen. Ich glaube, ich falle den jetzt an den Rücken, so wie es mir auch auf der angezeigt wurde. So. Auch da mehr Unterstützung. Das dauert wirklich lange, also wenn man das so mal bedenkt, wie lange das wirklich dauert, bis man diese Einheiten hier so verteilt hat. Da wünscht man sich schon, dass man eigentlich mal wieder ein paar verliert hier, oder? So, weiter geht's. Ja, ich bin den Zug jetzt beenden. So. Okay, die verlieren ordentlich. Die Römer sind dran. Schade, dass hier das immer ein und dasselbe Lied läuft. Können wir mal ein bisschen was anderes auf. Aus der Plattenkiste zaubern hier so, ne? Ich glaube, da werden jetzt oben, weiter oben werden die ersten Einheiten vernichtet. Aber das sind starke Einheiten. Die Einheit ist ziemlich stark. Briganten. Natürlich ist sie nicht so stark, gegen Sperrkämpfer auszuhalten. Oh. Erster Trupp wurde besiegt da, also von denen da unten. Das sieht aus so. Sich auch nicht verloren, das sieht gut aus. Oh, jetzt habe ich auch die Glocke bekommen, da 144, siehst du, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Das habe ich mir gedacht. Scheitern, abbrechen, scheitern, was ist los hier? Okay, ich bin dran. Was ist mit denen hier unten? Verschwinden die gerade? Oder... Ich will sie nämlich nicht gehen lassen. 10, nur 10 weg, das ist nicht gut. Ich greife mal direkt an. Sie verschwinden irgendwie, beziehungsweise versuchen sie abzuhauen. Hm. Das war ja mal für den Allerwertesten.
Also, die ziehen sich alle zurück, das sind fertige Truppen hier. Gehen wir ein bisschen höher. Also, das sieht so aus, als würde ich so einen Bogen machen. Erstmal hier rechts rum und dann wieder runter. So kommt mir das nämlich gerade vor. 79 fragmentiert, okay. Mach sie weg. Nicht gereicht, schade. Und hier weg. Dirk! Ich fiel hier. Wie viel haben die denn da? Das ist ja krank. Die Truppe hier 128 verloren. Das war... Ich brauche mehr da unten, ehrlich gesagt. Beziehungsweise wieder mehr da unten. 286 verloren? Jawohl, bitte. Nur einen verloren, wir wurden besiegt. Jetzt komm du mal an hier. Mach mal ein paar weg da. Oh Mann. Das ist schon ein längerer Kampf, weil einfach mehr Einheiten sind hier, ne? Das ist echt schräg irgendwie. Okay, wir kommen nicht weiter. Die hängen ja alle fest. Oh, hier kann ich auch hinschießen. Warte mal eben. Ich mal auch ein bisschen hier platzieren. Ich weiß auch nicht, wo sie hin sollen. So, ich hoffe, ich schaffe die jetzt hier weitestgehend. 49 ist nicht so schlecht. Aber auch nicht wirklich gut. Wirklich so als fetten Pulk sammeln hier und angreifen. Ist hier bald mal Schluss. Nach oben schießen. Zack, kommt die Glocke. 44, das sah doch schon mal gut aus. Nur 4, das sieht nicht gut aus. 138, yay! Der kann auch noch ran, der kann nach vorne. Und zack, 10 und wie viel? 38, ja, das stimmt. Okay, der trifft immer die. Der Trupp, meinte ich. Also nicht wie der Einzelne. So. Ja, das ist ja echt nur was für Strategen hier. Richtig brutal Action ist es nicht gerade, aber. Das wird jetzt erstmal ein Weilchen dauern. Ja, ja, ja. Ehrlich gesagt glaube ich langsam, dass sie mich weghauen werden, aber... Ich meine, noch ist nichts entschieden. Ich habe halt auf der rechten Seite noch viele Einheiten. Aber da unten zerbröselt langsam schon alles. So, wieder eine Einheit verloren. Das sieht nicht gut aus. Und wieder eine Einheit verloren. Und eine besiegt. Oh, das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. 1 verloren. Ja, jetzt machen sie mich rund hier. Da muss ich die nämlich alle verfolgen. Das sind Slingshots hier, das sieht aus wie Slingshots. Ich verwechsel das, das sind Speere, aber das sieht aus wie diese Katapulte. So klein wie es aufgebaut ist.
So, ich wieder dran. Jetzt muss ich mal ein bisschen was zeigen hier. Ich fange wieder von hier unten an. Ich muss eigentlich wieder vorpreschen, sonst funktioniert das hier nicht. Sie würden 80%, also sind ja die meisten noch da. Oh Gott, hier ist ja fast noch alles vorhanden. So, das sieht nicht gut aus. Mach die doch mal weg. Ich hoffe, die sind jetzt vom Schlachtfeld geflüchtet. Ja, ich sag, dann wird ein bisschen zu blöd mit denen da. Okay, wer zu viele Punkte verbraucht, da kann ich nicht mehr hinkommen. Speerwerfer. So. 95%? Was war es eben? 98%. Ah, die werden auch ganz voll durchhalten. Oh je. So, wie sehen wir denn oben? Wie sieht's hier aus? Und noch Verkehr. Ja, für manche gibt es nur eine Richtung, ja, die ist zum Ende hin. So fragmentiert kann auch nicht angreifen. Was mit denen hier? Die sind im Rückzug. Was war das denn? Die Bogenschützen müssen ja, wie viel sind denn da? Oh, das ist ja echt schwer. Denke ich, bin hier im Vorteil. Ich bin überhaupt nicht im Vorteil. Was hier noch an Einheiten vorhanden ist, das ist ja nicht mehr normal. Ich muss angreifen. Besiegt. Jetzt müssen wir sie besiegen, sonst klappt das hier nicht mehr. Come on! Prozent? Alter, das gibt's doch nicht. Bei meiner aus 86%, während die noch 76%. Oh Gott, da wird ja alles nicht so schnell fertig, ne? Das ist ja Wahnsinn. Was? Nein! Der verweigert hier die ganze Zeit die Befehle. Dann soll er sich vom Schlachtfeld verpissen. Oh, waren das jetzt alle? Ich denke schon, ne? Weiter geht's. Insgesamt sind das, glaube ich, 21 Züge hier. Also, ihr sah einfach so aus. Also, ne? Von 21 Zügen muss das hier erledigt sein. Aber hier flüchten schon so viele vom Feld. Das ist doch beschissen. Ist das Spiel so knifflig oder was auch nicht? Schon wieder eine besiegte Einheit. Ah, verdammt. Ja. Das läuft gar nicht gut, das läuft gar nicht gut. Da kann man sich hier bald einsagen lassen. Ich glaube, hier wird das schon wieder verlieren. Hätte ich von drei Spielen, seitdem ich das Spiel installiert habe, drei verloren. Ja, das müssen wir auch erstmal schaffen, ne? Thank you.
ich weiß nicht, sind gar nicht groß, ob wir an einer besiegen. Ich dachte echt, ich wäre im Vorteil hier, aber die ziehen sich ja alle zurück oder flüchten vom Feld und was weiß ich nicht alles. Ach man, darf ich auch mal wieder. Ach, man kann rein und raus zoomen. Dem, wo man. Egal. So. Ne, der muss auch irgendwo hin. Wenn mal einen Trupp haben wir vom Feld geholt hier. Jetzt zoomen wir ein bisschen rein, hier ist, man sieht ja gar nichts. Die sind eigentlich im Zickel. Ich bin so, ich bin jetzt so hart mit denen hier beschäftigt, das ist ja Wahnsinn. Immer noch bei 88%, das sind ja Unmengen an Gegnern hier. Ja, das ist ein Scherz. Guck mal, was das für eine Gegnerstärke ist. Die hier erstmal jetzt komplett auszuradieren. Ich mach das schon langsam. Aber ob das noch was wird, ich glaube nicht. Die werden noch lange am Leben bleiben. Gepanzerte Soldaten. Ja, was soll man hier noch sagen, ja? Können wir diese Legio machen, diese Legio. Okay, sieht schon besser aus. Sie ist besiegt, immerhin! Immerhin eine besiegt, oh mein Gott. Ich freue mich so. Das sieht immer arschmäßig aus, ja. Wo muss ich denn hinbewegen? Kommt der da hin? Kommt gar nichts mehr. Vorne. So. Die. So, mit der nichts mehr. Besiegt! Endlich! So, ich glaub mal hier an. Krippel fertig mit mir. Was clever? Ja, wahrscheinlich nicht. So, wo geht's? Und die vom Feld ab hier, ey, echt. Feige Schweine. So, was kommt jetzt hier? Zeig mal, was ihr könnt. Also hier oben, rechts oben sieht's gut aus, ne? Okay, Leute, eine ganze Einheit verloren wieder. Unterbrochen, aber noch nicht besiegt, das ist schon mal vorteilhaft. Da kann ich die jetzt auch gut einkreisen, aber da sind natürlich noch die ganzen schweren Einheiten. Das wird knifflig. Okay, die Bilder bilden sich zusammen. Das sieht nicht gut aus, ich weiß nicht. Das ist gerade mal der 8. Zug mit 95. Echt. Schräg. Der Zug geht da hin, der muss ja weggehen.
glaube, ich setze sie echt schlecht ein hier. Schaden machen sie bei denen 14. Und das noch? 1. Und 83. Bei 83 sind immer noch bei 78%. Das ist scheiße. Wegen diesen blöden Wäldern müsste der rumlaufen, aber das ist jetzt da, dann sind wir nicht so blöd hier. Die sind alle noch bei 69, okay, 59%, aber das wird ja auch noch dauern, bis der mal weg ist. Sei ein Mann. Okay, die hatten sich zurückgezogen. Oh mein Gott. Bin ich fragmentiert, ey. Jesus. Oh, ich wurde besiegt und der andere wurde auch besiegt. Scheiße, Mann. Was ist denn das für ein krasser Trupp? Briganten? Was? Brigatus Dubilus. Überlegen. Aha, die sind mir überlegen. Es ist ja toll, dass ich immer gegen sowas kämpfen muss hier. Blöd ist, wenn die doch eh jetzt vom Feld flüchten, wieso kann ich da jetzt nicht mich platzieren? Das finde ich auch irgendwie doof. Der war dran, der war dran, der war dran. Gar nicht gut. Unheimlich lange dauert dieses Spiel mit so vielen Einheiten, das ist ja der Wahnsinn. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen besser aufzuteilen hier. Besser ist relativ, ne? Ich glaube, ich bin fertig. Mit dem bin ich noch ran, alle dran. Okay. So, ihr Römer, leg mal los. Oh, schon wieder besiegte Einheit. Das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Vor allem, da ist noch so viel schweres Gekrempel da unten, ne? Ja, Wahnsinn. Die ziehen sich alle zurück. Oh Mann. Das ist echt kompliziert. Das ist kompliziert, das Spiel. Ja, das ist das für die Strategie Tabletop Cracks. So, komm, irgendwie dauert das auch ein bisschen lang hier. Ich finde, das sollte mal ein bisschen schneller ablaufen, ehrlich gesagt. Oh, bin ich endlich mal wieder dran. Okay. Gehen wir von vorne los hier. Die kriegen nicht, echt nicht viel Schaden, ey. Diese voll scheiße platziert. Ich wurde besiegt, da oben. Ja, das ist scheiße.
Scherz hier, oder? Aber wieso kann der nichts angreifen? Das verstehe ich auch nicht. Der könnte doch nach vorne. Wieso kann der. Also was sind denn das für Wölfe hier? Das ist doch so ein Geschütz, ja. Geschütz steht da. Ja, was sind das? Welche Sturmsoldaten? Okay, schick mal die. Die sollten wir gar nicht hin. Ein einziger. Das sind fast noch alle Einheiten vorhanden. Ja, vor hier, das geht gar nicht. 113 besiegt. Und hier jetzt, die kommen irgendwo da hinten rum. Rücken mal ein bisschen zusammen hier, machen uns das gemütlich. Also langsam wird es etwas langatmig, muss ich einfach sagen. Ja gut, letzten Endes habt ihr irgendwie verstanden, um was es hier geht. Ich werde das jetzt glaube ich auch nicht weiter. Weiß nicht, seid ihr da ich ja nicht live mit euch sprechen kann, weiß ich nicht, ob ihr das irgendwie auch genauso langatmig findet. Also was, es zieht sich so in die Länge, wenn man hier nicht schneller vorankommt irgendwie. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu ungeduldig. Man im Prinzip spielt. Das ist ein ganz normales Spiel, weil sie hier schickt seine Dings hier irgendwo hin, seine Einheiten und lässt sich auf die Glocke hauen. Ich wünsche nur, ich würde jetzt verlieren, ehrlich gesagt. Ah, das wird die wunderbar weiter hinziehen hier. Deshalb bin ich böse, Leute, aber das werde ich höchstwahrscheinlich eh verlieren. Aber ihr könnt ja, wenn es euch interessiert, dann schreibt doch in den, oder fragt in den Kommentaren, wie es ausgegangen ist. Also daran werde ich mich auch bestimmt erinnern und dann kann ich euch das mitteilen. Weil ich wollte jetzt hier auch nicht kein 5-Stunden-Video aufnehmen oder so. Also Leute, machen wir hier erstmal Schluss. Ich mache vielleicht später noch eins. Machen wir mal was Einfaches, wo ich endlich mal gewinne. Ich will mal sehen, wie das aussieht, wenn man gewinnt. Ja, also, dann bis dann, Leute. Ciao.